Hier wird gesprayt und das in richtig großem Maßstab. Über 14 Meter groß wird das fertige Gemälde sein und in reiner Ausführungsphase 2 Tage in Anspruch nehmen. Der Künstler ist P. Banhause. Seine Werke sind schon überall in der Welt zu sehen, doch was genau hier entsteht, ist das Porträt der Doppelstadt Frankfurt-Oder in Gestalt eines Menschen. Dabei spielt es keine Rolle, welche Vorstellung der Künstler von Frankfurt-Oder hat, sondern wie die Frankfurter ihre Stadt als Menschen sehen. Dazu ist ein Kamera- und Rechercheteam unterwegs gewesen, um so viele Menschen wie möglich zu befragen. Viel wurde gesagt, dass sie sich so einen Mann vorstellen, so ein mittleres Alter, mit einem Bart, aber trotzdem irgendwie hoffnungsvoll, lächelnd. Und das haben so viele gesagt, wo wir gedacht haben, ey, das hätte man niemals gedacht. Vielleicht ist es auch irgendwie unsere eigene Meinung oder so, dass man vielleicht gedacht hätte, oh, vielleicht könnte da was Schlimmes kommen, aber wir wurden echt positiv überrascht, also hat echt Spaß gemacht. Und vor allem Altersgruppen, auch vor allem von älteren Leuten, von Studenten, von Familien, von allen Leuten einfach, also war voll überraschend. Das Ergebnis sieht dann so aus, ein sympathischer Mann mit Bart und einem ganz durchschnittlichen Erscheinungsbild, irgendwie bodenständig und offen für viele Erfahrungen. Und das ist dabei rausgekommen, es ist kein junger, keine alter Mensch, das ist mittelalt, wir haben jetzt gesagt 30 bis 40 Jahre alt. Die Mehrheit, es war knapp, aber die Mehrheit hat gesagt, es wäre ein Mann. Und ein markantes Beispiel oder ein markantes Merkmal wäre auf jeden Fall der Bart. Und ein lächelnder, schmunzelnder, aber auch nachdenklicher Blick, der in die Zukunft guckt. Unterstützer ist hier die Wohnbau Frankfurt-Oder. Sie haben eine Fassade zur Verfügung stellen können, die auch in perfekter Lage ist. An der Hauptstraße, die Kieler Straße entlang, in Richtung Frankfurter Innenstadt, begrüßt das Porträt die Heimfahrenden oder auch Besucher. Ich finde das Bild, das Motiv, die Idee sehr gelungen. Hatte das auch ein bisschen verfolgt auf Instagram und auf Facebook. Da waren ja die wildesten Spekulationen vom 3 Nüsse für Aschenbrödel, Heinrich Zille, Peter Fox, Van Gogh. Und insofern, ja, also regt an zur Interpretation, regt an zur Befassung. Und insofern finde ich es auch sehr gelungen, persönlich auch. Farben sind schön und der Giebel sieht nicht mehr trist und grau aus. Unterstützer des Projektes ist auch die Firma SDG. Mit einer hochentwickelten Fassadenreinigung wurde der Giebel gereinigt und vorbereitet, um eine perfekte Grundlage für das Gemälde zu sein. Ja, wir als Service- und Dienstleistungs GmbH sind unter anderem im Bereich der Fassadenreinigung seit Jahren sehr erfolgreich unterwegs. Und wir waschen eben solche Wohnblöcke ab, wie man hier unschwer zu erkennen kann, die über Jahre hin verschmutzt sind durch Abgase, durch Umwelteinflüsse und haben hier mit der Wohnbau gemeinsam dieses Projekt gesponsert, dass wir gesagt haben, okay, wir bieten uns an, dass wir diesen Blickfang, den wir hier haben, erstmal grundreinigen, damit der Künstler eine ordentliche Arbeitsgrundlage hat. Und so steht es nun da, das Gesicht der Doppelstadt. Doch fehlt noch eins. So sympathisch und einladend, dass Frankfurt in die Stadt blickt, möchte man auch wissen, wie er denn nun genannt werden möchte. Das Team um das Porträt hat schon einen inoffiziellen Namen für sich gefunden. Frank. Wegen Frankfurt.